Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Apex und mit dabei ist die Antonia. Hallo. Und der Pierre. Hallo. Jo. Wieder in kleiner Runde. Ja. Immer noch. Immer noch? Naja. Immer noch, immer noch. So. Aber gut. Wir machen jetzt mal weiter. Ich habe jetzt mittlerweile auch das Rezept nachgeguckt für einen Plattenspieler. Hätte ich ehrlich gesagt auch selber drauf kommen können. Das ist nämlich nicht so schwer. Aber gut. Komm, Pierre, denk. Spring deine Gehirnzellen an, ja? Komm, streng sie an. Ich guck mal, ob das Zuckerrohr schon gehört. Was machen? Ist. Hui, da sind ganz viele Creeper. Mein Spiel ruckelt, das ist nicht gut. Creeper? I hate this. Viele. So, jetzt habe ich ganz viel Holz. Super. I hate this. Creeper. Creeper sind böse. Was wir allerdings noch brauchen. Weiß gar nicht. Inwiefern wir das überhaupt haben. Haben wir Schallplatten irgendwo? Nee. Da müsstest du in die Truhen gucken, aber ich glaube, dass wir keine haben. Keine? Bin ich mir. Ich guck mal kurz oben bei uns. Okay, du kannst auch mal bei mir in den Truhen gucken, bei mir oben, weil ich hätte gedacht, ich habe eine, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Okay. Ich weiß es auch nicht, ob ich eine habe. Ich gucke einfach mal nach. Okay. Guck. Ah, fährt mit dem Fahrstuhl hoch. Meinst du mich? Ja, ja. Ja, mit eurer Dings. Mhm. Rail-Aufzug. Komm, Minecraft-Püppchen, schwimmen. Dann wäre das ganz cool. Schwimmen! Ich bin Two-Face. Ansonsten müsst ihr euch wohl ein bisschen auf die Jagd nach Schallplatten begeben. Ich weiß nicht mal, wo man die herkriegt. Vom Wenn ein Spawner Creeper vielleicht. Vom Skelett abgeschossen wird, dann droppt der manchmal eine Schallplatte, wenn er stirbt. Und wie soll man hinkriegen, dass ein Das ist gar nicht so schwer. Ja, man muss immer so genau hinter den Creeper laufen, dass das Skelett einen anvisiert und dann halt den Creeper trifft. Genau, Julian, das ist jetzt deine Aufgabe. Meine Aufgabe? Ja, ich gucke erstmal, ob ich eine habe. Ja gut, es ist jetzt gerade auf Tag, da ist es sowieso... Ich wollte gerade sagen... Okay. Noch ein. Nee, kling ich dann noch aus. Oh Mann, das ist jetzt voll die schwere Aufgabe. Ich glaube, das lasse ich erstmal. So, nee, so, wir haben keine leider. Okay. Guck mal bei dir. Da. What the fuck, was ist knapp? Leck mich am Arsch. Ich habe auch keine. Ja. Leider. Ja. Hier stehen 10.000 Kisten, ne? Aber 20 Kisten davon sind leer. Naja, vielleicht werden sie auch nochmal gefüllt. Überballer! Also in deinem Tunnelatom, da ist nichts drin. Okay. Jetzt schreibt mir Chris auch gerade nochmal in WhatsApp. Glaube nicht, dass er es schafft. Ja gut, darauf wären wir jetzt wahrscheinlich vielleicht auch selber gekommen. Oh. Okay, dann was brauchen wir denn noch? Nicht. Also hier kommen die Dinger hin und dann kommt hier... Jetzt erstmal Zuckerrohr wieder in die Truhen tun da. Das ist eine gute Idee. Das muss jetzt richtig, richtig teuer sein. Ich habe Chris mal kurz geschrieben, dass wir 5 Folgen aufnehmen. Dass okay. Er Bescheid weiß. Gar nicht hin. Hm? E-Mail. So. So. Alter, was für Riesenhasen hier sind. Ja. Oh, Creeper war doch da auch eben, ne? Oh, der hoppelt mich an. Nein! Böser Hase. Nein, Hase, du kommst ja nicht raus. Nein! Schnell! Oh, Glück gehabt. Was machst du denn? Deine Hasen haben mich eingekreist.
Was? Wie bist du da reingekommen? Ich bin reingegangen. Warum machst du das? Einfach nur so, aber die sind mir alle direkt entgegengehoppelt. Weil wegen der Langeweile. Weil wegen Tor offen und dann versuchen sie immer alle zu fliehen. Das ist völlig natürliches Verhalten. Uff, jetzt habe ich da aus Versehen. Habt ihr eigentlich mit der Einkaufsstraße hier gemeint? Soll das so eine Straße werden? Oder? Eigentlich haben wir ursprünglich geplant Einkaufszentrum, aber... Ja, ich würde auch sagen. Straße passt schon. Das sind halt dann einfach mehrere Geschäfte nebeneinander. Mehrere Läden, mehrere Häuser einfach. Also kein so ein Riesengebäude, sondern mehrere kleine. Alter. Okay, da brauchen wir ganz schön viel Platz für. Ja gut, wir können ja auf die andere Seite, aber wo neben der Bäckerei... Kann man ja auch noch was hinmachen, ne? Dann nehmen wir die Bäume da weg. Genau. Verdammt, was mache ich jetzt? Sowieso noch was hin. Also. Was hört ihr denn so zur Zeit für Musik? Für Musik? Gute Frage. Ja, also allgemein Musik, ich höre halt das, was mir gefällt. Was gefällt dir denn? Ja, so im Prinzip so gut, eigentlich so gut wie alles. So gut wie alles. Außer Schlagermusik. Da stehe ich nicht so ganz drauf. Aber wenn ich ein Lied im Radio höre oder so und es mir gefällt, ah, dann ist es in Ordnung. Was? Ich weiß gar nicht, was sie meint. Ich auch nicht. Ja, ihr werdet es schon sehen. Ah, ein Schwert wollte ich holen. Ja, ich brauche jetzt. Und dann aufs Klaps, ne? Wie war das? Och man, das ist so unglaublich. Ach, das ist jetzt da irgendwie immer. Was hörst du so? Ja, was hörst du? Was im Radio läuft so, ne? Toll. Okay. Eine Fische. Rückstoß. Nee, Schärfe. Schärfe das ist muss gut, ich aber noch ändern. Aber Helene Fischer, das hört meine Mutter sehr gerne. Aber ich finde, das Lied hat gepasst bei der Fußball-WM, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Und bei der Berliner Fanmeile hat auch Helene Fischer gesungen, atemlos. Na dann. Das fand ich cool. Mit allen Spielern und sie dann mittendrin. Zwischen nur Männern. Natürlich. So. Nein, ohne so. Ich gehe jetzt mal auf Dingsjagd. Was im Radio läuft. Nein, Schallplattenjagd. Ne, Empfehlung vom Verkauf. Was im Radio läuft. Wie hast du? Achso, das sind Jots. Okay. JJ. Von JJ empfohlen. JJ? JJ. So, jetzt brauche ich noch drei Lieder. Jetzt ist der fucking Screeper da, aber das Skelett ist weg. Screeper? Oh. Yunos Jukebox Yama, cool. Coole Sache. Das passt irgendwie voll. Hallo, ich hab doch Schärfe auf das Ding hier, hallo. Bist du auf Monsterjagd? Ja. Komm, wo haben wir sie in die Ghostbusters? Ghostbusters, you. Bist halt zu blöd zum Treffen, hä? Komm. Kennt wer von euch die Ghostbusters? Antonia? Jetzt komm her, Creeper. Mensch. Kennst du sie, Julian? Ich hab doch schon ja gesagt. Mit Bill Murray? Achso, was? War die Ghostbusters. Ich hab gerade überlegt. Ja? Ja, natürlich. Wer kennt die nicht, bitte? Mit Bill Murray. das finde ich so, ist noch so ein Film, den kann man sich angucken. Auch wenn er schon viel älter ist, finde ich. Ja, da kommt jetzt bald eine Neuauflage, ne? Ehrlich? Ah, scheiße. Mit weiblichen Darstellern, ja. Was? Okay. Also ich finde das ziemlich strange, aber mal gucken. Ich auch. Aber ich finde, das ist so ein Anführungszeichen Männerfilm, finde ich. In dem Sinne. Ja. Frauen, die auf Geisterjagd gehen. Erinnert so ein bisschen an Buffy. Ich stelle mir das nicht vor, aber mal gucken. Boah, sag nichts gegen Buffy. Buffy ist total geil. Ich sag nichts gegen Buffy. Ich guck auch. Ich habe auch früher Dings geguckt. Gute Idee. Charme, zauberhafte Hexen. Ja und? Mir hat die Serie gefallen. Hab sie gern gesehen. Oder Xena war früher voll geil. Oh, da haben wir nicht mal ein Thema jetzt. Lieblingsserien.
Wenn du jetzt nach Lieblingsserien rede fragst, ne? Also, ich gucke gerade kein Fernsehen gerade. Ja, dann im Allgemeinen. Welche Serien du mal gern gesehen hast. Gesehen habe? Oh. Spannend. Oh Gott. Das war noch Zeit. Ja, so froh, dass die Scheiße in Deutschland rausgeflogen ist. Weil die einfach zum Verblöden ist, diese Serie. Tabby Tink. Nee, Tabby Winke Winke. Alter. Es gab früher so eine Verarsche von denen. Ja. Tinky Winky steckt Dipsy in Lalas Po. Ich fand ihn früher so geil. War so eine Art, keine Ahnung, Verarsche. Aber ich gebe zu, ich hab das für als Kind auch gesehen. Als ich, keine Ahnung, 3, 4 war oder so. Weil nichts anderes in der Glotze lief früher. Okay, was brauche ich noch? Was? Eine Schallplatte, also ein Lied für die Wand. Ach so. Okay, erzählt mal weiter über Musik und so. Musik und so. Buffy Once More with Feeling. Gibt es überhaupt? Ja, das ist eine Special Musical Folge von Buffy. Ah. Die heißt so. Wir waren doch gerade bei TV-Serien. Ja, egal. Redet einfach mal weiter. Ihr liefert mir Inspiration. Teletubbies Titelsong. Haha, geil. Boah Gott, überlegen. Verdammt. Jetzt auf Kommando ist es schwer. Ja. Nee, keine Ahnung. Vielleicht kommt der jetzt. Ja. Oh, ich glaube, ich hab. Nee, obwohl. Wie heißt? Pumuckl! Pumuckl. Und der geile Meister Leder, hä? Jo. Nein. Meister Eder. Das war früher auch cool, das habe ich früher auch gesehen. Jo. Ja, das stimmt. Oder Pippi Langstrumpf. Nee, glaub nicht. Aber nicht die Zeichentrickserie, sondern die normale Serie, Pippi Langstrumpf. Ja, die normale. Es gab, ich finde, die ganzen Serien, die heutzutage laufen, wie The Big Bang Theory oder How I Met Your Mother, ja, die sind zwar gut, aber kein Kult, finde ich. So wie Pippi Langstrumpf oder sowas. Kinderserien. Die Serien, die sind halt für jedermann gedacht. Ja, im Grunde schon, aber es ist halt hauptsächlich für die Kinder produziert. Und jetzt zum Beispiel Big Bang Theory oder sowas, das ist schon für Ältere. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass sich da dann 8-jährige Kinder davor setzen und das anschauen und halt verstehen. Da gibt es mit Sicherheit welche, die Serie gucken. Zumindest die Jugend von heute. Aber es ist ja nicht dafür ausgerichtet. Also wie jetzt zum Beispiel Pippi Langstrumpf oder Michel aus Lönneberger oder so, das ist schon eher. Das ist gut, das kommt über Weihnachten. Ja, ne? Mit der Suppenschüssel. Nein, ich finde es nur schade, ja, dass solche Serien nicht mehr im Fernsehen laufen. Find ja, ich. Stimmt, Michel und Bibi Langstrumpf laufen immer noch. Echt? Wo? Ja, ab und zu mal. Ja, ab und zu. Früher konnte man die fast jeden Tag sehen. Jetzt läuft er nur noch auf. Nur noch diese ganzen Standardserien, diese Soaps und. Ach, keine Ahnung. Was ich ja richtig traurig finde, ist das neue Biene Maya. Ich weiß nicht, habt ihr es schon mal gesehen? Dieses komische, das aussieht wie Plastik. Ja, gesehen habe ich es noch nicht, aber ich habe da schon mal was gelesen. Also ich habe Bilder davon gesehen und das ist so. Mit dieser 3D-Zeichnung da. So? Diese Neuauflage, gell? Ja, das finde ich auch. Ich habe schon mal gesehen, ein Bild davon, aber ich finde es scheiße. Ich finde ja, halt diese ganzen alten. Ich fand die alte Biene Maya, die ist schön. Ja. Gezeichnete, die richtig schöne handgezeichnete, die dann auch richtig. Ja. So halt alles aussieht, einfach. Unsere Kindheitsserien, finde ich. Ja. Hey! Ah, ich brauche immer noch ein Lied. Ey. Oh, ich habe eine Idee. Oh Gott, wie heißt denn da nochmal? Alter, was hast du denn auf dein Schwert drauf, Junge? Wie heißt der? Haltbarkeit 3, Rückstoß 2, Schärfe 5, Plünderung 3. Oha. Oh Mist. Ihr Herzen verloren. Wie steht's denn mit der Zeit? Oh, der Timer ist noch nicht fertig. Okay. Ich hab Timer gestartet. Ah, oh, wie heißt der? Weil was denn? Ich kann jetzt schlecht rausgehen. Ja, dass der die in einem unbekannten Land gesungen hat. Also aus der Typ? Gott. Unbekannt. Was ist denn der? Maya! Ach ja. Aber ich den zweiten Bildschirm haben, dann funktioniert das. Den habe ich auch, aber ich kann leider nicht. Wenn ich aus der Aufnahme rausgehe, dann bricht Dextery ab. Das ja, wieso, wenn du Escape drückst,
Geht das nicht? Nein, das geht nur, wenn du minimierst. Oh, okay. Oh, guck mal, 15 Minuten sind vorbei. Wie passend. Ja. Ja, Leute. Sehr viel gemacht. Nicht. Ich zumindest nicht. Ich auch nicht wirklich. Ich versuche mir jetzt überlegen, was ich mache in den nächsten 3 Folgen noch. Egal. Auf jeden Fall, was für eine Folge. Bis morgen und tschüss. Tschüss.